Morgen, ihr Baggerluten. So, morgen ist Weihnachten, ne? Glaube ich, habe ich gehört. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist morgen Weihnachten. Ist geil. Das mögen wir. So, ja, wir sind hier wieder in Resident Evil Revelations mit, ich glaube, wie hieß sie denn nochmal? Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Das ist für mich auch echt nur, Domina. Die Perle. Die ist nur am Motzen, die ist nur blöd drauf und, naja. Sie... ordentliches Essen springen lassen. Seht ihr? Genau das meinte ich. Genau da. Ey, die ist nur am... Die beschwert sich die ganze Zeit. Lässt sich nicht öffnen. Dann müssen wir wahrscheinlich nachher irgendwie nochmal durch. Ey, das ist die Olle, ey. Nee, da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Was haben wir nicht für bewaffnet? Ach ja. Da war ja was. Da war ja was. So, nochmal bitte die 30 Meter runterspringen. Verknackst dir nicht den Knöchel. Ich hab keinen Bock, die hier auch noch rumtragen zu müssen. Eieieiei. Die Perle, echt. Nur am Motzen. Hier ist doch irgendwo. Oh! Motorenproblem. Melden Sie sich sofort im Maschinenraum. Was passiert, wenn ich das mache? Bewegt sich nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee. Sehen, ob es klappt. Und wieder zurück. Hat geklappt. Ah. Oh, da lag ja was. Da war ja was. Gut gelöst, würde ich behaupten, oder? Doof war das jetzt nicht. So, alle paar Meter immer mal das... Hallo. Eieiei, warte mal. Jetzt. Tick, hab dich. War's das schon mit dir? Tatsache, der liegt schon. Guck mal, der liegt schon. Kann ich nicht nochmal? Da noch was? Nö, aber hier vielleicht um die Ecke noch einer? Hier sind mehr von denen. Explodier das Ding! Das dicke Ding muss explodieren! Geh mir aus der Sonne! Das habe ich mir nämlich gedacht. Oh, Vorsicht! Haha, das ist sowas in der Richtung, hatte ich mir gedacht. Dass man den vielleicht nutzen kann. Das ist schön. Gut, dass das schon funktioniert. Das mögen wir. Da hinten ist schon... Und da oben will ich ran. Warte mal, das Ding ist da oben nicht mehr. Wie wäre dann mal... Oh. Wie wäre man denn bitte dann da oben rangekommen? Ganz ehrlich. Da oben war vorhin was. Dann kümmere ich mich kurz um den hier. Wow, weg. Wow, da ist noch einer. Oh Gott, da sind ein paar viele. Wow. Nachladen. Ach nee. Ach gut. Liegen alle. Leute, ihr habt ihr Dreck liegen lassen. Eieieiei. Mäuschens. Ihr dreht alle ein bisschen durch hier. Kann das angehen, eventuell? Also, ich will mich ja nicht beschweren, aber... Das ist schon ein bisschen krass. Aber gut, jetzt haben wir immerhin wieder Munition. Aber Mensch, dann war da oben... Pass auf, da oben lag ein Waffenteil. Vorhin. Also vorhin, als wir hier mit Jill rumgelaufen sind. Und da sind wir nicht rangekommen. Ich war... Ach du Scheiße. Yay! Haben wieder was bekommen. Nice. Upp. Natürlich hat er auch Bock auf mich hier, der Kollege. Voll daneben. Oh, meine Scheißstatistik. Und jetzt ist er am Nachladen hier, ey. Hallo. Warum sage ich heute so oft, ey? Was soll denn das? Yee, daneben. Daneben. Nerv mich nicht. Jetzt liegt er. So, sehr gut. Was mit dem da?
Hier lag doch gerade noch was. Boah, hier ist total Action. What the? Ah, verdammt, der hat getroffen. Da ist aber nichts, ne? Dann fang mal. Da hätte ich dir das vielleicht sagen sollen? Der liegt, oder? Der liegt. Scannen nicht vergessen. Wir mögen das. Oh, ich bin hier voll unter Adrenalin. Ich weiß ja nicht, ob man's... Ja, man... Ja. Und so. So, da sollen wir nicht lang. Dann gehen wir doch einfach mal hier rein. Dann machen wir das doch mal so, wie er das will. Das ist der Maschinenraum. Schneller! Ja! Machen wir das schon. Jetzt kommt eine Sequenz. Da passieren Dinge. Der ist wieder trocken. Der ist wieder trocken. Wie haben die das da angestellt? Niemand zu Hause. Wo bist du? Dann sehen sich Chris und Jill doch nicht. Die sind oben durch die Decke. 100 pro. Wo sollen die sonst hin? Ich meine, da hat ja jetzt nicht irgendjemand unten den Stöpsel gezogen und Präzision immer noch auf 89%? Im Ernst? Aha. Okay, speichern wir mal, weil irgendwie macht der heute schon so komische Sachen irgendwie. Jo. Oh Gott, jetzt könnt ihr ja die Aufnahmezeiten sehen, wann ich immer aufnehme. Ha. So, okay. Zurück und ich würde mal sagen, weiter, wa? Sind erst 7 Minuten rum. Mal sehen, was jetzt so ankommt. Oh. Ja, das... Das ist nicht gut. Es muss einen Weg geben. Es muss einen Ausweg geben. Die haben sich ja auch irgendwie blöd... Weh, schwimmen. Kann ich hier irgendwie was nutzen? Warte mal, da kommt das Wasser her. Hier kann ich nichts benutzen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da... Hier! Ich muss versuchen, das zu öffnen. Ja, ja. Ja, okay. Ja, danke. Und, warte mal. Und wie machen wir das jetzt? Hör mal, ist die... Die ist... Ich glaube, die ist so ein bisschen... Oh, guck mal. Ein Rohr aufgenommen. Die ist so ein bisschen wie Guybrush Threepwood. Der kann nämlich auch so 10 Minuten unter Wasser die Luft anhalten. Wow, Moment. Aber ich glaube, da wurde es gerade ein bisschen farblos. Komm schon, mach. Chill. Was ist denn... Einmal kurz Luft holen und wieder runter. Da ist noch ein Rohr. Die waren doch eben gerade nicht da, oder sehe ich das falsch? So, weiter, komm. Na, aber das ist auch das Geheimnis einer guten Geschichte, wenn das halt nicht beim ersten Mal klappt, ne? Und man Dinge halt vielleicht mal auch mal zweimal testet, ne? Gargamel hätte die Schlümpfe erlegt, hätte er manche Sachen mal zweimal gemacht. Ah! Ich glaube, in einer Folge hat er das damals auch. Und hat sogar eigentlich Erfolg gehabt. Bis dann wieder Papa Schlumpf, der Drecksack, kam. Ich war sowieso immer auf Gargamels Seite. Genau. Kein Problem. Das Ziel. Hat er ein Glasauge? Sein linkes? Können wir wieder rein? Nö. So, was haben wir jetzt hier? Okay. Schrotgewehrmunition haben wir jetzt ein bisschen mehr. Was ist das? Munitionskiste Schrotflinte. Ah, das heißt früher mehr. Aha. Wir können mehr tragen jetzt in Zukunft. Das ist auch sehr schön. Das war die, das war die, das war das. Es steigt weiter an. Wir haben Strom. Wir können einen Shot im Kontrollraum schließen. So, okay. Gewehrmunition. Ach, die kann ich jetzt nicht nehmen. Okay. Oh, da muss ich jetzt... Aber warte.
quasi jetzt um diese Uhrzeit, 23:43 war das, glaube ich, jetzt landen die gerade da oben. Ne? Also hier, keine Ahnung, wie sie da heißt und Meister Lampe. Ich will nur einmal kurz... Würden wir da hochkommen rein, theoretisch? Nee, schade. Und die Tür ist dicht. Sie öffnet sich nicht. Ja, ja, wenn wir die öffnen könnten, könnten wir quasi das Wasser auch ein bisschen steigen lassen und unten... Warte mal, von wo war das denn? Jetzt kamen wir von hier gerade? War das hier? Ah, okay, okay, okay. Ja, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe kurz die Orientierung verloren. Aber auch nur ganz kurz. So. Dann kommen wir jetzt vielleicht aber doch daran. Ne, Viechers? Nee. Hier waren vorher noch überall Fischis. So, da oben ist das Ding. Da oben ist das Ding. Wow! Ich habe einen Scanner abgeschlossen, nice. Wo ist das Ding? Hallo? Hab dich. Alter Finne. Und zweimal gescannt. Luda. Hallo? 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 Funktioniert nicht. Ja, okay. Ich will trotzdem noch da oben ran. Und, wo ist der? Da. Man kommt da durch irgendwie, Mann. Wir werden das hier wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr fluten müssen. Oh Gott. Wow. Das ist die falsche Waffe, ich weiß es. Oh, ich hatte beide getroffen. Das ist aber auch nett. Eieieiei. Ist doch gut. Chill doch mal dein Leben. Das ist echt so actionmäßig. Action ist ja auch gar nicht scheiße, ne? Sag ich ja gar nicht. Aber die alten Resident Evil Sachen, das war halt purer Horror. Und das fand ich halt so toll. Ich mochte diesen Horror-Aspekt. Au! Ah, hab ihn entdeckt. Aua. Hä? Noch mehr? Nee. Fischies. Ah, vielleicht müsste ich auch gar nicht die ganze Zeit das mit der Pifte machen. Oh, 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 oh. Wer konnte damit rechnen? Ich nicht. Boah, einmal wieder weg. Andere Seite, wo ist er? Warten. Da ist er. Hab ich. Tick. Den Horroraspekt fand ich halt echt gut damals. Der hat mir halt echt am meisten Spaß gemacht. Naja, gut, ich habe mich eigentlich ganz feige verkrochen und andere Leute die Arbeit machen lassen, aber... trotzdem war es gar nicht doof. So, machen wir den hier nochmal hin. F, Druckgewehr-Moon, Pistolen-Moon, sehr schön. Boah, guck mal, wie viel Schrot-Moon wir... Das ist doch nett. Oh, Sequenz. Nutzen wir ihn. Ja, jetzt fluten wir das Ding wahrscheinlich kurz, weil er den Hebel falsch benutzt hat. Oh. Okay. Nutzen wir die Zeit. Nutzen wir die Zeit. Show it to me, Jilly. Was geht denn da ab? Verdammt, ich habe kein Signal. Was ist denn das? Die Antennen ausgefallen. Sie sind auf dem Aussichtsdeck. Vielleicht kriegen wir sie wieder hin. Die Aussicht ist sicher toll. Bestimmt. Zwinker. Also los. Komme ich jetzt irgendwie doch nochmal zurück? Das Aussichtsdeck. Wir können von der Halle aus heraufklettern. So, lass uns doch einmal kurz gucken, was wir jetzt... Wir haben Betäuben. Schaden 2. Was hat der? Schaden 10%. Das ist ja Schaden 1, ne? Betäuben. 20%. Betäuben 50%. Das. Ja, dass hier halt auch viel stehen bleiben. Haben wir da überhaupt noch Platz drin? Nee, ich glaube nicht, ne? Okay, nee. Konnten wir nicht, ne? Nee. Das war's. Ah! So, stopp. Schaden. Super, dankeschön.
Was sagst du? Du hast auch Schaden, 20% Feuerrate. Und du hast Schaden. Du hast gar nichts drin. Warum nicht? Ah, warte mal, wir haben hier doch noch. Die hier, pass auf, die hat. Den nehmen wir wieder raus. Das war noch darin verbaut. Mannstoppwirkung, betäuben und Schaden. Oh, das Ding haut richtig ins Gesicht. Nice. Sehr gut. Das mögen wir doch. Die Waffe ist jetzt gerade, glaube ich, ganz schön gemein. Und hier, warte mal. Okay, hier kommen wir nochmal zurück. Oh. Nebenraum ist noch das Objekt. Hier kommen wir ja nicht mehr durch. Der Shot ist fest verschlossen. Ich wollte auch nur mal kurz überprüfen gehen. Na? Und irgendwo hier? Hä? Wo ist denn das jetzt? Hä? Wo ist denn das jetzt? Hä? Ich habe hier doch gerade was gescannt. Da hinten. Ach, da hinten in der Ecke. Ich denke gerade, da spielen wir mich notteln. Ey, was soll denn das? Noch irgendwas anderes? Wir haben gerade eigentlich... Wir haben kein... Ey, ach man. Wir haben kein... Handabdruck gefunden in der letzten Folge. Hat es geklappt? Das Wasser ist doch... Alles okay. Das Schott ist zu. Wir müssen nur warten. Steh auf! Okay, hat geklappt. Alter! Boah, Junge! Boah, und das geht auch ins Gesicht! Und ich denke gerade, juhu, irgendwas Loot-mäßiges gefunden. Und dann kommt sowas da. Ach, und dann sind wir mit dem Teil gerade auch wieder hochgefahren. Oh, komm schon, dein Ernst. Aber dann kommen wir denn irgendwie nochmal runter oder nicht? Und wie sieht das hier aus? Haben wir da mittlerweile was für? Nee. Ach, verdammt. Ja. Reg dich ab, genau. Wut. Wut und Emotionen. Komm. Jessica, genau. Jessica hieß die andere Perle. Jetzt habe ich es auch wieder. Nein. Wir sind auf der Queen Semiramis. Oh, okay. Okay. Quint hat herausgefunden, dass es zwei Schiffe waren. Ihr seid auf dem Schwesterschiff der Queen Zenobia. Ach, komm an. Die Parker werden vermutlich auf diesem Schiff festgehalten. Konnten Sie es lokalisieren? Nein. Aber meine besten Leute arbeiten dran. Nein, die besten Leute, ihr wart auf dem falschen Schiff, ihr Spacken. Es kann sein, dass die beiden Schiffe bis vor wenigen Stunden zusammen unterwegs waren. Sucht die Umgebung ab und haltet die Augen offen. Verstanden. Ey, wir sind auf dem falschen Schiff angekommen. Ich würde mal behaupten, die sind auf dem falschen Dampfer. Entschuldigung. Aber halt, falscher Dampfer. Get it, get it, get it. Entschuldigung. So. Was ist das denn hier hinten jetzt? Laderaum, Keyraum, ja, ja. Brücke, untere Kabinen, obere Kabinen. Die Mannschaftsquartiere. Und das Quartierdeck. Wir müssen ja da oben hoch, sagt er. Obwohl, da unten waren wir noch gar nicht so hier. Dem Weg da. Da würde ich gerne mal... Ich will zumindest mal gucken. Oder waren wir hier? Nee, hier war... Weiß ich gar nicht. Kamen wir von hier? Ich bin gerade ein wenig überfragt. Ich will ja jetzt auch nicht das Let's Play so in die Länge ziehen, ne? Was haben wir denn? Moment, das war doch... Hier oben. Da hätten wir nur eine Waffenkiste, aber sonst nichts. Könnte sein, dass da vielleicht Sachen drin sind, aber... Nee, kommt. Das tut ja alles nicht Not, oder? Oder? Wisst ihr was?
Das ist gar nicht das Ding. Pass mal auf, ich gehe da einfach mal rüber. Das mache ich in dieser Folge jetzt noch. Achso, okay, ich komme doch. Okay, ich dachte schon. Das wäre ja auch ein bisschen übel. Also, ich mache das jetzt quasi in dieser Folge noch. Wow! Alter! Hilfe! Yay! Ich glaube, ich bin... Alter! Lass mich los! Nö! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Oh! You spin my back right round, right round. Alter Finne. Nice. Ich glaube den Spacken, den nö. Alter. Wir brauchen was mit Mannstoppwirkung. Das Ding ist übel. Ich wollte jetzt sagen, in dieser Folge werde ich noch einmal kurz die Mannschaftsquartiere absuchen. Hä? Da. Ich komme noch nicht ran. Oh Gott. Nee, komm. Ach, das war's schon? Das war ein bisschen niedlich. Wow! Der hat noch einen Boomer-Effekt. Das ist übel. Und wenn ich die abgesucht habe, gehe ich hier raus? Alter, sind die Dinger gemein. Hast du eine Ahnung, was Weltro vorhat? Abgesehen davon, uns hier an der Nase herumzuführen? Wer weiß, seit dem Video gibt es nicht die geringste Spur von ihnen. Ja, das ist schlecht. Je schneller wir auf dem Aussichtsdeck Kontakt zur Basis kriegen, desto besser. Ich hoffe, Sie wissen inzwischen wenigstens, wo Chris ist. Tüff. Relativ nah in deiner Nähe, Herzelein. Ich meinte halt, wir werden jetzt quasi hier den Stuff einmal so machen und so tun, ne? Und dann werden wir gleich irgendwann... Ach nee, wir haben nichts gefunden in der Zeit. Und dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall dahin laufen, wo wir hin müssen. Huch, warte, ist die neu oder gab's die schon? Hingekritzelte Notiz, liebster Freund, Ende meiner Weisheit, tut mir leid. Ich muss los, die schlafen irgendwann. Ach, warte mal, kennen wir doch. Doch, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Hier ist auch kein Handabdruck. Weil eigentlich sagt er uns ja, wir sollen... Ach, scheiße, ich bin schon fall... Oh, ich dachte, ich bin hier auf der Ecke. Ja. Gut. Okay, dann werden wir den Rest... fuck. Ich werde jetzt nicht den Weg nochmal blöd zurücklaufen. Dann hat man halt was übersehen. Aber dat, ich will das hier jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Deswegen, liebe Leute, morgen ist, glaube ich, Weihnachten. Wenn ich mich nicht irre. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten morgen. Aber morgen kommt auch noch ein Video, wo ich das auch nochmal ganz deutlich wünsche. So, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Winke, winke, ciao und tschüss.